So. Okay, Mädels. Na. Oh. Ja, genau. Genau das wollte ich machen. So. Gleich ist es spät. Tja, wir haben uns das Leben ja so ausgesucht hier im Örtchen. Brauchen wir uns jetzt hier auch nicht beklagen. Kann doch ruhig weiter schlafen. So. Den noch. Tschüss. Mayonnaise einsacken. Wo natürlich wieder meine Hühnchen vorsitzen. So. Okay. Dann hier oben. Flups. Es wird spät, ja. Heul doch. Ingame Paula. Du hast Winter, ich hab Sommer. Ich kann auch nicht schlafen, aber wegen Hitze. Du kannst wenigstens gleich pennen. So, während ich nämlich im RL nicht pennen kann, lebe ich dein Leben hier, ne? So. Okay. Der Rest kommt ja ins Haus. Pegasus, gute Nacht. So, jetzt erstmal Kühlschrank. Wobei die Reihenfolge eigentlich komplett Latte ist. Zack, zack, zack. Geil. Die Smoky leiden. Jetzt im Keller kurz. So. Zack, zack. Und zack. Und sortieren. Warum? Was? Ich meine, ist mir egal. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... irgendwie komisch. Er geht wahrscheinlich nach Alphabet dann oder so, ne? Ach, keine Ahnung, wonach das geht. Ist auch scheißegal. Wir wissen ja, was wir rausnehmen müssen. Ist ja nicht so, dass wir das nicht wissen. Ich glaube, es hackt, Hund. Mach mal Platz da, Bruder. Mein Sohn. Oh Gott, schon wieder der 10. Tag im Winter. So, okay. Robin, Penny und eventuell Futter kaufen gehen. Ich will nur wieder wissen, wie immer, was? Mohnwaffeln, gut. Den haben wir ja quasi auch erst erlernt. So, ich würde auch sagen, wir prügeln mal normalen Käse rein. Erstmal sacke ich alles ein, was hier rumkreucht. Dann... so. Dann sammle ich erstmal wieder ein. Na, nimm. Nimm und renn, Bruder. So. So, okay. Alles wobbelt und schwobbelt. Sieht gut aus. So, Käse zurück. Wieder 25 Käse zum Verhökern. Das gefällt mir sehr gut. Kohle kommt rein. Wir haben, by the way, über eine Viertelmille. Aber das Geld ist bald auch schon wieder futsch. Macht euch da keine Sorgen. Spätestens, wenn die Schweinchen kommen. So. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Na. So. Schön. So, geil. Was sagt denn der Speicher? Aber ja, ich würde Futter gerne kaufen heute. Ja, wird auf jeden Fall noch Zeit. Sonst kommen wir dann nachher noch in Schwulitäten, in Unnötige. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So. Dinosauriers. Die Eier kacken, die größer sind als sie. So. Na. Wer wollte sich denn da gerade nicht knuddeln lassen, ne? So. Okay. Habt einen geilen Tag.
So. Schnuffelhasen. Die haben wir alle. So. Na ihr? Was geht bei euch ab? Alles frisch? Na du? So. Und dann wieder unsere Dark Lord Hühnchen. Süchen. Hallo, 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 hallo. Na, wie geht es? Ihr geilen, kleinen, Stinkehühner. Die ihr benannt seid nach Snacks und Süßigkeiten. So. Tuck, tuck, tuck. Da haben wir noch ein Ei. So. So. Ab zu den Kühen. Bei den Tieren, das wird echt nicht langweilig, ne? So. Ne. Ne. Hier wird keine gute Milch fürs Trinken gerade mal verschwendet. Das machen wir jetzt mal nicht, Kollege Schnürschuh. Da sind wieder Würmlis. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Mäh. So, warte mal. Die haben wir aber auch schon, die Scheiße. Wir haben alles schon gefühlt. Mann, wird mal Zeit, dass wir wirklich neue Artefakte kriegen. Ich schätze mal, wenn wir in der Wüste erfolgreich sind, finden wir neue Dinge. Ja, brr, 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 brr. Schnell raus, sonst drehe ich hier auch gleich wieder am Schlamm. So. Gucken wir doch mal schnell hier rein. Da oben liegt, by the way, immer noch die eine Muschel. Achso, die bleibt da auch noch liegen. Ist jetzt nicht so wichtig. So, eben den Klumpert schnell ablegen. Diese eine Kacke verkaufen hier. So. Dann die Eier hier reinklatschen. So. Die Feder hier reinklatschen eben. So. Dann ab zu Robin erst. Dann vermutlich am besten erst zu Mani nach Uhrzeit. Und dann suchen wir Penny. So. Und schwupp. Hallo Robin. Hofgebäude bitte. Einmal den bitte. 150 Steine. Ja, wir werden noch mehr Steine sammeln müssen. Gucken wir erstmal, wo wir den hinklatschen. Hier vor, aber da sind Bäume im Weg, die ich jetzt so auch nicht wegreißen kann. Warte mal, wie viel Platz hat mir dazwischen frei? 3er. Also 1, 2, 3. Hier theoretisch. Aber Bau ist nicht möglich, weil da Bäume stehen. Die ich jetzt so aber auch nicht wegreißen will. Okay, warte, dann bleiben wir auf der Linie einfach. Ist eh der letzte Stall, dann lass uns... geht auch nicht, da steht ja auch ein Baum. Ich wollte sagen, sonst lass uns den mittig machen. Aber jetzt auch nochmal extra dafür hier zurückreiten, ist auch dämlich. Okay, warte, dann lass uns den hier anschließen tatsächlich. Hier anschließen. Und dann überlege ich mir was für daneben. Dann machen wir da vielleicht, diese Fischteiche hin oder irgendwie sowas. Machen wir das so. Dann machen wir das so.
Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Stall zu arbeiten. Sehr schön. So, das ist der erste Streich. Jetzt. Okay, jetzt erstmal Würmer. Bots. Okay, warte mal, vielleicht finden wir ja Penny, aber wir müssen auf jeden Fall dringend zu Mani, die heute vielleicht nicht mal da ist. Okay, warte, ich reite jetzt sicherheitshalber erst hier rüber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie nicht am Spielplatz ist mit den Kids. Sehr gut, okay. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Der Bürgermeister sind eigentlich wir. Warte, schnell hier, zack. Okay, wow, das hat sich mal wieder richtig gelohnt. Ja, ich lasse ihr zu Hause jetzt mal aus und hoffe, dass sie in der Bücherei wieder ist. Jawohl. Okay, Geschenke hatte sie für diese Woche, also nur reden. Was heißt nur reden? Ich meine, hey, wir interessieren uns für die Dame. Weißt du was? Ich sollte die Kinder mal auf einen Schulausflug mitnehmen. Vielleicht in den Wald. Das klingt doch super, Schätzekin. So, Schätzekin ist ja auch irgendwie so richtig Ruhrpott irgendwie. Okay. So, wir haben mit ihr getalkt. Jetzt schnell zu der anderen Tuse Futter kaufen. Wenn sie denn da ist, wie gesagt. Oh Gott, ey, das wird dann aber gleich ein Rumgeklicke, ne? Mein Daumen oder grundsätzlich meine Finger, je nachdem, wie ich gleich klicke, weint jetzt schon. Und das ist gefühlt immer so, als wenn das Spiel nie vorgesehen hat, dass man sowas in den Mengen kauft. Okay, sie ist Gott sei Dank da, Tierbedarf. Och ja, das wird lustig. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen, Leute. Spult notfalls vor. Weiß ich nicht, so 500, 600 werden wir wohl kaufen müssen. Denke ich mir mal. Ach ja. Naja, wenigstens haben wir die finanziellen Mittel, das machen zu können. Wäre auch blöd, wenn nicht, irgendwie. Eben Finger wechseln wieder. Zwischen Daumen und Zeigefinger. So. Oh Gott. Fans von Clicker Games würden sich wahrscheinlich daran aufgeilen, aber ich finde das gerade gar nicht geil. Schade, dass man, wie gesagt, nicht einfach sagen kann, ich will so und so viel und gut ist. Oh, Tierbedarf, weiterkaufen. Bin ich aus Versehen rausgegangen. Holy shit. Ist das nervig? Ich denke, ihr seht das genauso. Oh Gott, ey. Mann. Ja, 600, komm schon. Clicker Game. Ich verstehe die Faszination dafür jetzt noch weniger. Obwohl ich ja auch eins auf dem Kanal angetestet habe. Gerne mal reingucken. Boah. Eigentlich müssten wir direkt 800. Ach komm, wir machen direkt 800, hey. Ach, das ist diese Klickersucht also, dass man weitermachen möchte, wa? Nee, nicht wirklich. Boah, Bruder Jakob, lebst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Und sie verdient sich eine dicke Nase. Und unsere Viertelmille ist auch weg. Boah, Bruder Jakob. Ja, komm. So. Einfach so. Ah, leck mich am Arsch. So. Okay, jetzt aber erstmal angeln. Platz im Inventar haben wir ja. Genau. Boah, ist das nervig. Dieses Geklicke. Oh, guck mal. Hier unten auch noch. Haben wir die schon abgegeben? Natürlich haben wir die schon abgegeben. Ich sag ja, wir finden irgendwie gefühlt nichts Neues für den Gunther, ne? Wird eigentlich Zeit für die Wüstenhöhle. Aber Fokus liegt gerade woanders drauf. Und irgendwie will ich auch angeln und nicht unbedingt das Hartholz haben, aber
Ich kann es jetzt hier auch nicht so liegen lassen. Nehmen wir das auch noch mit. So. Ich glaube, wir müssen die gleich umbringen, weil die werden uns die ganze Zeit therapieren. Und das muss ja nicht sein. So. Da sind noch mehr Würmer. Ich werd doch weich, ey. Lehm ist geil, okay. Oh, da sind noch mehr Würmer. Mensch, du. Würmer im Winter. Okay, solange die Slimes da oben bleiben, können die auch am Leben bleiben. Soll mir dann dahingehend egal sein. Ja, wenn jetzt noch was anbeißen würde, wäre das dufte. Ups. Da habe ich es vergeigt. Okay, Waldspringer. Ich glaube, hier gibt es auch primär Waldspringer. Und noch einen Fisch. Aber ich glaube, den Fisch gibt es, glaube ich, im Sommer oder Frühling, wenn es regnet. Zumindest war das damals irgendwie so. Ich wüsste jetzt gerade nicht mal mehr, welchen. Oh. Ja, aber den Schatz, den will ich haben. Auch wenn der Fisch gechillt ist. So. Ah, okay. Ein Karpfen gibt's auch noch. Schön Geoden. Geil. Ja, ansonsten gibt's hier wahrscheinlich wirklich gerade keinen anderen Fisch, aber... halt austesten, ne? So, im Fluss haben wir eigentlich dann auch schon zu Genüge geangelt. Ja. Einen Teich hätten wir noch. Aber wir haben ja auch den Teich oben. Das nimmt sich eigentlich also nichts. Oh! Oh, hat noch geklappt. Da habe ich gerade nämlich ganz kurz geträumt. Und ich habe gedacht, das wäre es schon gewesen. So, Karpfen, geil. Ich glaube, wir können hier aber gleich den Ganter machen. Denke ich mal. Weil ich glaube, wir ziehen hier nichts weiter raus als die Fische, die wir schon haben. Ich lasse mich allerdings eigentlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. So. Ui, neuer Rekord vom Waldspringer. Das ist schön. Das ist sehr schön sogar. Viele Steine haben wir jetzt eigentlich noch. Okay, das dürfte für den nächsten Stall auch noch reichen. Glaube ich, meine ich. Aber wir kommen nicht drum rum, nochmal Steine zu kloppen. Leider. Leider, leider, nein. So. Er macht wieder einen gechillten. So. Ja. Aber gut ist, wenn wir viel Fisch haben, weil dann können wir auch kochen. So gesehen. Ja, aber wir müssen auch an allen Jahreszeiten jetzt angeln. Bleibt nicht aus. Wegen Gemeindehaus und so. Cool, eine Brille. Aber wir können hier auch gleich wirklich einen Abflug machen. Ey, shitte. Kein perfekter Fang mehr. Komm, einmal noch. Einmal noch. Ganz entspannt.
im wahrsten Sinne des Wortes entspannt. Plüm. Na komm, wir reiten ganz entspannt zurück. Du brauchst mich gar nicht angreifen. So, tschüss. Jetzt könnt ihr euch vergnügen, wie ihr wollt da. Ihr Rabauken. Warte mal, eventuell hier nochmal irgendwie einmal reinhalten, aber... Ich glaube, hier werden wir jetzt auch nichts Außergewöhnliches rausholen, schätzungsweise. Gucken wir mal. Oh, nee. Komm, jetzt nicht so ein Zappelheini. Bitte. Hecht. Ein geiler Hecht. Ein geiler, geiler Hecht. Na komm, passiert da noch was oder? Was ist das? So. Mist. Da habe ich mir den perfekten Fang versaut. Hey. Keule. Na komm, ab zum Hof. Das neue Futter einpflegen. Wobei der Speicher natürlich nicht voll ist, ist mir auch klar. Bloß noch mehr rumklickern, da hatte ich jetzt keinen Bock. Absolut nicht, muss ich gestehen. So, warte mal. So. So sieht es nämlich jetzt aus. Ihr seht, da müssen wir noch einiges mehr kaufen. Aber, ja, reicht jetzt auch erstmal wieder. Ah ja, stimmt. Hier war ja nichts. Hier war ja nichts, aber hier. Hier schon. Nein. So. Kein Käse schnabulieren. Da gibt's gerade keinen Grund für. Außer vielleicht, weil geiler Geschmack. Reicht ja manchmal. Und wer kennt's nicht? Essen aus Langeweile oder weil einfach gerade Bock. Man kennt es. Man kennt es so gut. Okay. Na? Und dennoch, zack. So. Das hätten wir. Weg damit, weg damit. Fischi, Fischi, Fischi. So. Kann echt mal gucken, was wir davon eventuell im Gemeindehaus gebrauchen können. So, diese komische Platte hier. Die Palmfossilplatte. Die verhökern wir auch. Weg damit. So. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Hier. Zack. Und. Ja, warte mal, die war hier drin. Genau. So. Das gute Material. Sieht schön aus. Ich freue mich auch schon auf die Obstbäume, wenn wir die anpflanzen. Trägt im Herbst Früchte leider nur, ne? Frühling, okay. Auch im Frühling, Sommer, Sommer. Na, wo steht's? Ich sehe es gerade nicht. Herbst, alles klar. Und was habe ich noch im Inventar? Müll. Nein, Geodenkiste, hier ist Müll. Müll. Und ja, das können wir eigentlich auch alles wegrecyceln, aber... Ne. Einfach nur ne. So.
So. Käse. So, dann gucke ich noch einmal. Okay, das ist für diese Woche Geschichte. Ab Sonntag können wir ja wieder was schenken. Gequatscht haben wir. Okay, sehr gut. Es wird spät, ist doch gut. Wir gehen doch jetzt ins Bett. So. Sehr fein. 22.000. Ja, schon fast wieder Mitte der Winterzeit erreicht. Und ja, meine lieben Tomodachis, ich versuche jetzt trotz der Hitze auch mal ein bisschen Schlaf noch zu bekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Denkt bitte dran, wenn euch das Let's Play gefällt, lasst mir ein Like da. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Und das Wichtigste, Mundpropaganda. Wenn ich euch gefalle, wenn ich euch Spaß mache, dann empfehlt mich bitte überall weiter. Lieben, lieben Dank nochmals fürs Zuschauen. Die Hitze macht mich fertig, wie man merkt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.